Wenn ich ganz runtergegangen wäre, müsste es glaube ich auch eine 2 gewesen sein, oder? Weil die Leiter dann ja woanders wäre. Es hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Davor habe ich Angst, da laufe ich lieber weiter. Ich habe Angst vor diesen Pflanzengegnern. Die sind ziemlich unberechenbar. Nein! Ach, jetzt bin ich weiter vorne. Kann man natürlich auch machen. Ich frage mich, ob der Koopa wiederkommt. Anscheinend nicht. Ja, wenn ich groß wäre, käme ich hier rein und könnte mir erstens eine Abkürzung nehmen. Und zweitens vielleicht noch ein Item mitgehen lassen. Okay, ich warte hier lieber ab. Au. Nein, was war das denn? Okay, jetzt habe ich den Pilz, Glück gehabt. Hilfe. Einfach durch, komm. Das war dumm. Hier ist ein Stern drin, gib einfach den Stern. Ach, Mist. Ja, ich kann halt nicht wissen, wie die Plattformen fliegen. Ach nee. Da ist ein Stern drin, wie ich gelernt habe, aber wenn ich zu doof bin, bringt das auch nichts. Langsam echt knapp mit dem Leben, ich habe Angst. So, danke. Was bringt mir der Stern überhaupt? Hier ist überhaupt nichts los. So. Hoffentlich klappt es dieses Mal. Und jetzt ist hier ein Pilz drin, sehr gut. Ich finde es immer witzig, wie sich die Passagen teilweise wiederholen. Ach, mir ist zu früh. Oh Mann! So, das ist jetzt mein letztes Leben. Ich habe ein bisschen mit Safe-States gearbeitet, weil ich sonst komplett von vorne anfangen müsste. Und da habe ich echt keine Lust drauf. Deswegen kenne ich das Level schon, weil ich das Level auch schon geschafft habe. Ich hatte dann bloß im nächsten Level verloren. Aber ich will halt nicht zu viel Safe Staten. Ich habe jetzt nur diesen einen Safe State da gemacht. Und eigentlich alles ohne Safe State schaffen, auch wenn das jetzt also eigentlich nicht mehr gültig ist, aber ich hoffe, es ist mir verziehen. Geh weg, böse Pflanze. So, das hier hatte ich vorhin nicht geschafft, deswegen bin ich direkt Game Over gegangen. Aber diesmal habe ich es geschafft, das ist sehr gut. Jetzt kriege ich bestimmt die Blume, wie ich mein Glück kenne. Ach, ein Leben! Das bringt mir gar nichts. Okay, das bringt mir was. Danke. Das war gerade ein Glückstreffer. Ich glaube, es ist besser nicht zu... Was? Warum habe ich denn solche Glückstreffer? Komm schon. Die da schießen solche Kugelreleases nach hinten. Nein, komm, gib her.
Danke. Das Leben drin gibt das Leben, danke. Ich hab den Block eindeutig getroffen. Und drei Leben. Das geht ja perfekt voran. Was zur Hölle? Ich bin gerade an diesem Vogel gestorben, weil die Hitbox wieder mal nicht funktioniert hatte. Ich habe zwar so geschossen, aber es hat sich einfach so gedacht, nö, ich reagiere jetzt mal nicht. Zack. So, ja, das war diese sehr tolle Stelle. Das ist so schade. Was auch immer das für einen Sinn hat. So, bin ich jetzt beim Endboss? Gut, hier ist noch ein... wenn ich den direkt wieder verloren hätte, das wäre komplett fail. Jetzt, oder? Der Witz ist, der kann die Vögel zwar nur in die Richtung schießen, aber... ich kann ihn auch nur aus der Richtung treffen. Das ist jetzt noch nicht der Endboss. Kleiner Spoiler. Jetzt kommt erst der Endboss. Und zwar... ich weiß nicht genau, wie der heißt. Irgendwas mit Ta. Ich blende das auf jeden Fall ein. Okay, es laggt. Ich schieße einfach nur drauf und weiche aus, das ist alles, was ich hier machen kann. Immer hoch und runter, hoch, runter. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn oft treffe. Was? Ich wäre in dem Moment gestorben und es war bestimmt so ein Frame davor. Oh, Daisy, Daisy. Diesmal ist es die echte, oder? Your quest is over. Da oben sind Leben. Lol, ist mir nie aufgefallen. Das ist mir halt wirklich nie aufgefallen, dass da oben in diesen Blöcken so ein Leben war. So, mal sehen, wer hier an diesem Meisterwerk mitgearbeitet hat. Yokoi, okay. Kennt man die? Mich interessiert, wer die Musik gemacht hat. Die anderen sind mir ziemlich egal. Nee, der nicht. Design. Also wenn damit Level Design gemeint ist, dann Tanaka. Das ist, glaube ich, der einzige, der hier was Gutes gemacht hat. Amida kenne ich nicht. Nochmal Design, okay. Ja, auf jeden Fall, ich finde das Spiel ganz okay von der Musik her. Gameplay ist schlecht. Auch wenn ich glaube, dass das Spiel eigentlich nur released wurde, damit man so ein Mario-Spiel für den Gameboy hat. Zumindest für Release. The End. Oder The End. Jetzt vorbei, muss ich irgendwas drücken. Ja, und das war's. Und dann bis zum nächsten Projekt.